Hallo und willkommen zurück zu Snowtopia. Deinem kleinen Spiel, wo wir ein Skigebiet bauen. So. Weiter geht's mit der Forschung. Ich habe euch ja versprochen, dass wir jetzt in dieser Folge Spezialisierung anschauen. Und so haben wir zwei Möglichkeiten. Einerseits das erweiterte Skigebiet und andererseits das optimierte Skigebiet. So, beim erweiterten Skigebiet haben wir vor allem längere Lifte und das Gefälle bei den Stationen steigt. Wartung und Pistenpflege wird verbessert. Und wir haben hier die 10er Gondelbahn und die 6er Gondelbahn und die 10er. Hier haben wir ein höheres Tempo. Und wir haben die. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Dran schauen. Beim optimierten Skigebiet geht es vor allem um Durchsatz. Ein höheres Tempo, die 12er Gondel und die 16er Gondel. Aber ich favorisiere da das erweiterte Skigebiet. So. Und wie gesagt, ich will vor allem fix geklemmte Zweiersessel. Ja, das geht als erstes in diese Richtung. Und ich werde noch Treibungssensoren hinzu für Kuppelbare aus dem Poma-Schlepplift. Noch der kleine Imbissbude dazu nehmen. Service-Training. So. Pisten, die auf Pistenraupen warten. Boden. 5 Stück. Ja, ja, hier. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Die wird gemacht. Wurde gemacht. Nee, da ist eine verletzt. Okay. Läuft. Und problematische Warteschlangen, na toll. Und vor allem diesen hier welche ersetzen. Eigentlich alle einer kann man ersetzen. Ich glaube, die Seilbahn hier machen wir am besten gleich mal. Eine fix geklemmten 4er. Passen die hier ab. Und diese hier aus und ziehen sie hier hoch. Ne, hier hin. So. Jetzt wird die gebaut. Und ab in Betrieb. Und schon strömen die Leute wieder im Scharen hier hin. Gibt's ja gar nicht. Und wie ihr seht, das Tutorial ist beendet, die 500 sind noch zwischen den Folgen erreicht worden, weil ich das Spiel kurz laufen haben lasse und noch die zwei gebaut hier. Habe ich mir jetzt erlaubt, die zwei zwischen den Folgen zu setzen. Und durch hier oben noch in Betriebnahme hatte ich vergessen. So einen einzelnen Lift ein bisschen abseits reicht die Kapazität vollends aus und dann kommen hier solche Lifte, die gleich mit dem Skigebiet sind, die im kurzen Abschnitt mehrere Pisten haben. Oder dann hier, wo es dann noch aufteilt.
Damen auch immer einen Überblick haben, was wir so haben hier. Auch beim Pisten, eine leichte Piste, mittelschwere Piste, schwere und sehr schwere. Mittelschwere Piste, gefällt mir nicht für eine blaue, das ist eigentlich leicht, aber egal. Forschung aus. Service Training. Könnten wir natürlich bereits die Zimmergondel erforschen. Könnten wir eigentlich, aber dann würde ich eher sagen, lassen wir den Bereich hier ruhen. Wir setzen vielleicht noch die Schlepplifte hier, zumindest mal die, die gut besucht sind. Mit zweier Schleppliften. Könnte natürlich eine weitere Forschungseinrichtung bauen, dann geht es ein bisschen schneller. Hat das noch gut Platz? Hier. Ich hoffe zumindest, dass es mal ein bisschen schneller geht. Na, ja, jetzt nimmt die auch noch dazu. So. Und sobald das hier fertig ist, kann ich hier die Lifte ersetzen und in einem anderen Skigebiet ein bisschen größer bauen. Also in einem anderen Bereich ein bisschen größer bauen suchen. Stellen wir dann hier mal fix geklemmten Zweiersessel. Zweiersessel. Ist klar. So. Das ist hier verbunden. Sieht schon danach aus. Aber zum Sichergehen können wir da noch eine kleine Hütte bauen. Das ist garantiert verbunden. Dann hier mal wieder in Betrieb. So. Also nur den hier ab. Jetzt sind wir schon kuppelbar, ist auch schon Betrieb. Ist ein bisschen fummelig. Nee, egal. Setzen wir noch nicht die Arbeit um die Kunft, sondern das Kiewachthütte hin. Dann ist die Piste auch wieder verbunden. Also, Kollege, das ist sehr einfach, ein bisschen noch einfacher als blau und fliegt sie auf die Fresse. Na toll. Was die hier so treiben, keine Ahnung. Die da hier. Müssen wir gegen der Wand. Ah. Könnt jetzt ja hier auch einen Bug melden. Lasse ich jetzt mal in der Aufnahme. Wenn das mal privat wieder begegnet, kann ich das dann melden. Ihr seht schon. Hat zwar eben noch in etwa gleich viele Leute, aber es geht um einen schneller vorwärts. Und machen wir das noch hier. Sind ja auch schon die 10er Gondelbahn ist da. Hier noch eine kleine Imbissbude nehmen, damit die Piste auch wieder verbunden ist. Und da kann schon die Leute in Strömen.
von hier nicht mehr wegkommen. So. Noch in Betrieb nehmen. Lift hier auch wieder überlaufen. Na toll. Lasse ich jetzt aber, denn hier lasse ich auch, die können hier mit dem Sessel hoch. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier drüben hin. Können dann gleich eine Seilbahn hier hochziehen. Eine 10er Gondel. Hier schön auf dem K drauf. Natürlich hier auch wieder die ganze Infrastruktur. Ich glaube, hier hoch mache ich keinen Lift. Ist nicht für was. Also ein Pistenraupenhangar. Eine Werkstatt. Forschungslabor. Reichen eigentlich die beiden da drüben? Ein paar Sachen auswählen. Wir können jetzt hier auch schon die nächste Stufe auswählen, wobei das nur die Grenze hier öffnet. Aber ich will zuerst alles hier haben, bevor ich die nächsten Sache, die nächsten Sachen angehe. Haben wir natürlich auch wieder eine Arbeiterhütte. Jetzt könnte natürlich schon eine Piste von hier oben nach ganz unten durchziehen. Aber ich will lieber zum Beispiel hier einen Schlepplift hinmachen, dann nur die Piste bis dahin und dann von hier bis zum nächsten Punkt, wo wir irgendwas machen. Das ist auch noch was, wäre ein Schlepplift von hier hoch, auf den K drauf. Dann vom Grat her quasi übergreifend machen können und von der Seite auch einen Lift hoch, aber erstmal hier unten genannt. Die Gipfel hier sind so lustig aus. Schon fix geklemmte Vierer Sessel. Von hier nach da oben ist zu lang, schade. Geht die halt nur hier hin. Von da aus im Schlepplift gefällig zu starten, natürlich. So. Können wir durch die Piste schon mal hier runter machen, das wäre kein Problem. Ja, gleich noch den nächsten Schlepplift von hier. Bis hier hinten geht es inzwischen. Ich würde zuerst sagen, wir machen den nur bis dahin. Parallel zur Gondelbahn, fast parallel. Dann von der Breitenbüste. Hier oben noch ein bisschen Sachen hin. Eine kleine Imbissbude zum Beispiel. Und natürlich das Kiewachthütte. Gehen natürlich auch nicht unter der Seilbahn durch. Mach das mal so nah wie möglich ran. Dann mit der breiten Piste natürlich wieder vollkommen grün sein wird. Hier runter müssen wir halt hier rundherum. So. Triebeschaltung rein. Hier auch hier was machen. Jetzt ist der Lift hier schon Betrieb. Sobald die Piste fertig ist, sprich jetzt, kommen hier auch schon die Leute.
Nicht mal so wahnsinnig viele, fällt mir auf. Was wir jetzt natürlich nicht können, ist einfach so hier irgendwo einen Lift raufbauen. Wenn, dann müssen wir wiederum von hier rauf und dann mit der Piste runter. Aber erstmal die Piste von hier da runter. Durchschnittliche Piste. Wieder eine schöne Route. Schön hier rein. Und hier können wir zum Beispiel grundsätzlich können wir noch weiter hinauf. Ganz nach oben. Oh. Und dann eine durchschnittliche Piste. Mein Geschmack möglichst grün. Möglichst nach da hinten. Das wäre jetzt extrem geil. Und ob das mit dem Profil ein bisschen besser wird. Wenn ich noch eine Skiwacht-Hotel machen. Jawohl. Ja, da hinten können wir uns abschminken, aber. Zumindest ziemlich weit dort hinten hin. Es wird zumindest eine schön eine schön lange Piste. Wenn es der Fels nicht da wäre. Jetzt halt ein kurzes Abschnitt. Und weiter geht's mit grün. Schön den dem Hang entlang. Hier sieht man, wie weit oben wir sind eigentlich. Wir waren schon unten und wir sind immer noch oben auf dem Berg. Aber die Piste muss jetzt noch ein bisschen warten. Was aber nicht warten muss, ist eine Piste hierhin. Und zwar eine großteilig schwarze. Und auch eine Piste hier runter, eine rote Piste gerne, keine schwarze. Die erstmal da hier hin. Können wir zum Beispiel den Lift hier nehmen. Und nach oben noch führen. Bauen. Hier sieht man auch schon Poma-Style. Aber es ist trotzdem immer durchgehend unterwegs. Hier haben wir auch einen Zweier. Auch ein bisschen mehr Durchsatz. Das war zu weit drüben. Die alte.
los geht's. Können wir sogar bis ganz nach oben durchziehen. Gehe hier unten noch flach. Dann können wir noch zum Beispiel noch einen Einer hinsetzen, der nur bis hier hoch geht. So stellen wir die Piste hier wieder. Hierhin. Dann hier noch eine kleine Hütte hin, damit das Zeugs miteinander verbunden wird. Dann können wir diese rote Piste hier wieder runterziehen. Sogar besser als das vordere Mal. So, natürlich Leute reinschmeißen hier und da. Und da. Das ganze Zeug in Betrieb nehmen. So. Ist die Forschung hier wieder stehen geblieben? Können wir uns noch um dieses letzte Teilstück hier kümmern. Womöglich eine blaue Piste runterziehen. Dann kommt noch ein Stück Schwarz dazu. Na super. Rot könnte ich ja noch akzeptieren, aber schwarz nicht. So. Da, Raclette-Stand. Ja. Schönes, feines Raclette. Und der Biss ist blau. Schön. So, ein bisschen rot dabei hier. Welche prächtigende Chance. So. Gibt es hier noch irgendwas sonst? Also hier gibt es noch. Ist nicht verbunden. Kommt dort noch eine Skiwachtel hin. Dann ist es verbunden.
Und jetzt sind wir auch schon auf dem Grat drauf. In den Runden mache ich nicht, wenn dann auch von der anderen Seite her. Aber wir können jetzt diese Seite hier auch mit betrieben. So. Ja, wir haben keine Freiwilligen mehr. Jetzt haben wir wieder. Gut. So. Haben wir ein neues Skigebiet aus dem Boden gestampft hier. Mit zweimal drei. Da oben fällt noch was. Machen wir die Piste hier noch kurz. Durchschnittliche Piste. Durch Deck mit Rot los geht ja mal gar nicht. Wobei hier runter geht es ja nur Schwarz und Rot. Bis jetzt. Upsi. Noch hier noch eine Piste machen, eben diese grüne hier. Die nach da hinten geht. Die blaue hinein. Ja, super. Können wir vergessen, außer wir machen. Hier kommt dann noch eine grüne. Dann ja. Das kann ich eigentlich genauso gut eine blaue Piste runter machen hier. Kommen wir ein bisschen besser runter. Mit einer 10er Runde beraten, mit einem 2, 3, 3, 4, 2er Schleppliften aus Bügelschleppliften. Nein, theoretisch. Soll ich danach aus? Egal. Einem 1er Schlepplift hier. Und einer 4er Sessel fix geklemmt. So. Da starte ich eine kurze Forschung für den Tracklet-Stand und danach geht's dann hiermit weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.